Euer Gnaden? Es ist, es ist. Haben Euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, danke, danke, danke. Komm, setz er sich, mein Sohn. Findest du das gerecht, dass wir 5,5 Stunden später aufstehen als wir? Gerecht? Bei uns ist das genauso. Mutter ist immer die Erste, die aufsteht. Als Letztes kommt mein Bruder. Tja, Junge müsste man sagen. Veilchenduft streicht durch die Hallen. Veilchenduft? Das riecht doch wie eine drittklassige Seifenfabrik. Wie kann man seinem Vater bloß so mieses Rasierwasser wegnehmen? Blamiert doch die beste Familie. Albert, stammt das einer der besten? Der eine riecht von selbst schon ganz würzig. Ich muss da leider ein bisschen nachhelfen. Guten Morgen. Das wird er noch zurücknehmen, der Lackaffe. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja. Sinngemäß, dass wir stinken. Na warte, jetzt kriegt er seine Dresche, aber wie? Aber bitte nicht vor dem Frühstück. Guten Morgen, Frau Berg. Guten Morgen, Herr Krause. Hier sind Ihre Frühstücksbrote. Meine? Ich kann mich glücklich schätzen, wenn der Heuschreckenschwarm da drin mir was übrig lässt. Ach, Herr Krause, das werden Sie schon. Werden Sie schon was ablassen. Na, das will ich doch stark hoffen. Ich gehe mal rein. Auf. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Kinder. Setzt euch. Na, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, ganz gut. Freut mich zu hören. Dankeschön. Aber wenn euch die Mitteilung interessiert, euer Lehrer hat weniger gut geschlafen. Jan, aus dem Schlafsaal der Knaben nämlich erscholl ein Gebrüll, als wenn ein ganzer Huronenstamm auf Kriegsfahrt geht. Ja, und aus eurer Kevinate das Schnattern einer ganzen Entenfarm. So, und nun wollen wir beginnen. Dankeschön, Britta. Tja, also heute fahren wir nun zur Fürsteninsel hinüber. Dort gibt es einige interessante Bauwerke. Auch viele Tiere. Einheimische, vielleicht auch ein paar exotische. Wer Kunstwerke mutwillig beschädigt, wird bestraft. Ebenso natürlich der, der Tiere neckt oder gar quält. Persönliche Raufhändel sind unter Strafe gestellt. Singen, johlen, toben auf den Wiesen ist verboten. So, haben wir uns verstanden? Ja. Hat noch jemand eine Frage? Ja, Albert, was gibt's? Könnte man nicht einen Fremdenführer haben? Oh. Wieso denn einen Fremden? Genüge ich dir nicht? Tischlermeister Brendel hat das Schloss erbaut, und zwar in den Jahren 1794 bis 1797. Außen
war es früher mit Sandsteinsand und einer Holzfassade verkleidet. 1911 durch Beton ersetzt. Die Brücke, früher aus Holz, wurde 1806 durch eine gusseiserne ersetzt. Die berühmte Seufzerbrücke. Nee, die berühmte Seufzerbrücke ist aber in Genua. Ach nee. Die berühmte Seufzerbrücke ist in Genua. Ja, ich war mit meinen Eltern dort. Ah, das muss ja eine schöne Bildungsreise gewesen sein. Die berühmte Seufzerbrücke ist in Venedig, du. Und dann war es in Venedig. Man kann sich ja mal irren. Ja, Albert, eine Frage zum Thema. Ja, Herr Krause, in welchem Krieg ist das Schloss zerstört worden? Ach ja, richtig. Ihr seht ja, dass das Schloss eine Ruine ist. Wann glaubt ihr nun wohl, wann dieses Schloss zerstört worden ist? Georg? Im Krieg, Herr Krause. Ja, im Krieg, Herr Krause. Aber in welchem Krieg? Im 30-Jährigen, im 7-Jährigen, in welchem von beiden, ne? Im 30-Jährigen Krieg. Ja, im 30-Jährigen Krieg, dass dich das Mäuslein beißt. Wir sind hier zwar nicht in der Schule, aber wann war der 30-Jährige Krieg, Richard? 1618 bis 1648. Es war ein Glaubenskrieg. Berühmte Feldherrn Wallenstein verließ. Gut, ich weiß, dass du ein Elektronengehirn hast. Nein, ich will es euch sagen. Dieses Schloss hier ist nie zerstört worden. Was? Tja, es ist schon als Ruine gebaut worden. Oh, ganz schön schlau. Da brauchten sie gar nicht erst den Krieg kaputt zu machen. Tilly, ich habe deine dumme Bemerkung gehört. Wie wär's, wenn du deinen überschüssigen Geist mal in einen hübschen kleinen Aufsatz kleiden würdest? Ursprung der künstlichen Ruinenbauten. Wir gehen weiter. Und wenn du Unterlagen brauchst, im Heim sind keine, aber du kannst ja mit deinem Vater telefonieren. Als Schriftsteller weiß der sicher Bescheid, nicht? Wir gehen in diese Richtung. Heiliger Böhmenmann. Also, ich kann Albert nicht leiden. Du vielleicht? Ach, weiß nicht. Britta, ehrlich, wen kannst du besser leiden? Albert oder mich? Ich glaube, dich. Übrigens, soll der Anzug? Na, nun lass das kurz, ja? Der kann gar nicht von hier sein. Ist er auch nicht, der ist aus Genf. Den haben mir meine Eltern gekauft, als ich in Lausanne im Internat war. Genf, Lausanne. Gab's da auch Dresche? Übrigens, schade um den schönen Anzug. Der wird bald im Eimer sein. Na, wieso denn das? Weil du Dresche kriegst. Du bist so gut wie verdroschen. Meinst du, wir merken nicht, wie du dich Liebkind bei Krause machst? Wir sehen alles, wie du dich an Britta ranmachst. Britta ist nichts für einen Lackaffen. Mir ist ein Lackaffe lieber als ein Hornochse. Ach du! Eimer! Aufhören! Wer hat angefangen? Der da, der Bierglasschwenker. Schluss jetzt, Kurt! Du wirst 3 Tage lang Frau Berg beim Geschirr spülen helfen. Spüler bleibt bei deinen Tassen. Und du, Albert, wirst die restlichen, sämtlichen Tage die Post wegbringen und abholen. Aber keine Widerrede. So, jetzt gehen wir weiter. Köstlich, köstlich, Johannisbeerwein. Und so süffig. Aber nicht ungefährlich, Herr Krause. Oh. Er trinkt sich wie Limonade und wirkt wie Likör. Oh, aber wenn man mäßig bleibt. Hallo Mutti? Ja? Moment mal. Hör doch mal auf mit dem Geklapper. Und du doch auch mit deinem Palaver. Ja? Also was ist? Was? Verreist? Wieso denn das? Nein, mit mir nicht. Ja, sonst geht's gut. Tschüss. Ist was? Ach, lass mich. 1, 2, 3, 4. Und die 5. Ach, das ist gemein. Komm, jetzt bin ich dran. Britta, die Katastrophe ist da. Mein Vater ist verreist. Ach, du liebe Zeit. Und jetzt? Könnt ihr nicht vielleicht deinen Vater? Mein Vater? Der versteht höchstens was von Einkauf und Verkauf, aber nichts von alten Schlössern.
Wartest du unten am Boot, Dick, auf mich? Ich geh mal rüber zu Krause. Ich muss noch die Abrechnung machen. Oh, ist aber schade, dass ich schon gehe. Na, ich werde mich mit dem köstlichen Nass hier trösten. Ja. Verzeihung, Herr Krause. Dilja, was hast du auf dem Herzen? Komm her, mein Junge. Den Aufsatz über Sinn und Ursprung der Trümmerbord. Kulturhistorische Bedeutung und Ursprung künstlerischer, noch besser gesagt künstlicher Ruinenbauten in deutschen Landen, nicht? Ja, ja, Herr Krause. Mein Vater ist nämlich verreist und ich weiß nicht, was ich darüber schreiben soll. Ja, dann komm, setz dich mal her, mein Junge. Hast du denn wirklich im Ernst geglaubt, ich hätte von dir einen Aufsatz über ein so schweres Thema erwartet? Junge, 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 das reicht für eine ganze Doktorarbeit. Nein, ich wollte nur, dass ihr beiden mal ein paar Stunden schwitzt. Kurt und du. Kurt auf der Stirne und du hinter der Stirne. Na, und hast du auch wohl geschwitzt, oder? Und wie, Herr Krause? Ich war ganz durcheinander. Na, dann bring dich erst mal wieder in Ordnung. Zu schreiben brauchst du auf jeden Fall nichts. Herr Krause, wie ist das denn mit diesen künstlichen Ruinenbauten? Ja, Till, das kann ich dir im Einzelnen auch nicht so rasch erklären. Weißt du, vor allem war es eine Zeiterscheinung, eine Übergangsform. Die Menschen sehnten sich nach Romantik und glaubten, sie in der strahlenden Epoche des Mittelalters zu finden. Ritterspiele, Burgen am Rhein, tja, das haben sie dann eben nachgeäfft. Na nun, lauf schnell zu den anderen. In einer halben Stunde ist Zapfenstreich. Ach, Herr Krause? Na, gibt's noch was, Till? Ich hab doch meine Arbeit jetzt abgeschwitzt, ne? Ja. Muss denn der Kurt am Spültisch noch weiter schwitzen? Na schön, ich werde also Kurt den Rest der Strafarbeit erlassen. Schließlich sind Ferien. Vielen Dank, Herr Krause. Hörst du die Frösche quaken? Ja. Ich hatte mal einen Laubfrosch, der hieß ja Kreide. Was ist denn das für ein Name für einen Laubfrosch? Ich habe ihm den Namen nicht gegeben, das war mein Vater. Hat ihn mir geschenkt und gesagt, das ist ja Kreide. Kreidler ist der Verleger von meinem Vater. Du, der sah wirklich aus wie ein Laubfrosch. Frösche mag ich nicht. Herr Kreide wurde eines Tages ganz grau. Ging ein. Aber jetzt haben wir eine Schildkröte. Sie heißt Childi. Das passt für eine Schildkröte, oder? Schildkröten sind langweilig. Wir haben eine dänische Docke. Na, da soll es mal einen ins Haus wagen. Ich hätte auch gerne einen großen, scharfen Schäferhund gehabt, der alle Leute beißt. Aber mein Vater wollte keine Hundehaftpflicht bezahlen. Naja, für Schildkröten gibt's ja keine Haftpflicht. Du bist albern. Gar nicht. Wir sind doch Freunde, hast du auch selber gesagt. Ja. Also, wenn du eure Dogge gern magst, muss ich sie auch gern haben. Und du dafür meine Schildi. Und wenn die Schildkröten nicht leiden können? Man muss alle Tiere leiden können. Sogar Krokodile und Mäuse. Man braucht's ja nicht unbedingt im Zimmer herumkriechen zu lassen. Da seid ihr. Ich habe euch schon gesucht. Ist das nicht scheußlich, das Gequarre von den Fröschen? Und nachher summen die Fliegen und Mücken da oben in unserem Kabuff rum. Morgens brüllen die Kühe, die Hühner kreischen. Hühner kreischen nicht, die gaggern. Aber wenn es hier nicht passt, kannst du ja nach Hause fahren. Anruf genügt und der Chauffeur ist da. Stimmt. Aber ich bleibe hier. Wegen Britta. Wegen Britta brauchst du nicht hier zu bleiben. Nimmst du Britta? Oh ja, danke. Na, auch ein bisschen lutschen, Till? Nee, das Zeug verdirbt die Zähne. Wieso? Hast du noch die ersten? Albert, du hast eine Art, die passt mir nicht. Verstanden? Dass du einen feinen Anzug trägst, ist mir völlig egal. Aber noch einmal sowas und du hast ein paar am Hals. Also, das Schönste an Spanien sind die kandierten Früchte. Dagegen sind diese Drops ja gar nichts. Als ich mit meinen Eltern an der Costa Brava war, also ich sage dir, kandierte Früchte noch und noch. Till wird es dir bezeugen. Du warst doch auch schon in Spanien, Till, stimmt's? Nee. Ach, na dann hast du ja noch nie einen Stierkampf gesehen, Junge. Nee, aber ich sehe gleich einen zwischen einem Stier und einem Esel. Na, Till, Krause hat mir den Rest erlassen. Wie hab ich das gemacht, hm? Das hab ich gemacht, damit du's weißt. Du? Naja, du kriegst Krause ja immer rum. Was will denn der hier? Los, verschwinde, ich will hier sitzen. Ich kann sitzen, wo ich will. Merkt ihr das? Wo du mal sitzen wirst, weiß ich jetzt schon. Im Kittchen. Habt ihr das gehört? Jetzt reicht's mir aber.
Leb wohl, Genferanzug. War zwar keine Dresche, aber eine schöne kalte Dusche. Kurt, warum hast du das getan? Mensch, der kommt ja gar nicht wieder hoch. Aber der kann doch schwimmen. Der ist doch immer geschwommen. Auch hier ist tief. Wenn der ertrinkt. Wenn nun Albert nicht wieder hochkommt. Ach, halt den Mund. Till! Till! Verflixt, ich habe dich in dieser Dreckbrühe. Versuch's nochmal, Till. Bitte versuch's nochmal. Ihr findet ihn, Britta. Ihr findet ihn ganz bestimmt. Zu spät. Herr Krause, es ist was passiert. Unten am See. Im See. Ertrunken, Herr Krause. Vielleicht kann man ihn noch rausholen. Was ist passiert? Der Reihe nach, gefälligst. Ja, unten im See. Ja, Albert, ja. Ausgerutscht. Ich, Herr Krause, ich war's. Ich hab ihn geschubst. Wir müssen die Polizei anrufen. Grossmann, du stehst unter Arrest. Till, du kommst mit mir. Britta ins Bett. Und jetzt die Polizei. Verzeihung, Herr Krause. Ich habe mich etwas verspätet. Du, ich denke, Till sagt, du bist im See. Ich war auch im See, Herr Krause. Ich stehe auf dem Bootssteg bei Britta und Till. Und da kommt Kurt, wie er so ist, wie ein Wilder angerannt. Stolpert, stößt gegen mich und, naja, ich liege im Wasser. Aber ich kann ja schwimmen, auch unter Wasser. Ziemlich lange sogar. Das ist ja ein tolles Ding. Und Kurt hat dich nicht geschubst? Nein. Ich lass mich nicht schubsen. Na, das war ja ein schöner Schreck in der Abendstunde. Ja, Rest ist aufgehoben. Strafe wegen Willentobens folgt. So. Nun marsch ins Bett. Taschengeld hast du noch? 1,50, wieso? Gib her, den Rest lege ich drauf. Na, wozu denn? Für Alberts Anzug, der kommt in die Reinigung. Das bezahlen wir, klar? Mensch, das ist mein letztes Taschengeld. Überlege mal, wie er sich anständig benommen hat. Nicht gepetzt bei Krause, nichts. Rate mal, warum er nicht gepetzt hat. Weil er uns erpressen will. Aber ich gehe ja später zur Kripo, da lege ich solchen Leuten das Handwerk. Mensch, da muss er noch eine Menge lernen. Wie soll er uns denn erpressen? Na, ganz einfach, indem er einfach sagt, ich hätte ihn doch reingeschubst. Nicht gut, Herr Inspektor. Gar nicht gut. Albert hat vor Krause die Unwahrheit gesagt. Damit ist er auch schon straffällig geworden. Jetzt glotzt mich an, was? Geh lieber mal in den Außendienst. Verkehr oder Funkstreife. Vielleicht gehe ich zur Abwehr. Du, ich habe da ein Buch gelesen, Die großen Spione des Jahrhunderts. Das war ein Ding, du. Ja, lenk hier nicht ab. Also gib's Geld her. $1,50. Stimmt genau. Naja, hier hast du 50 zurück. Kannst behalten. Ich kann keine Menschen ertragen, die kein Geld haben. Da kommt der Lackaffe mit Futter. Tachchen. Albert, hör mal zu. Kurt und ich kommen für die Reinigung auf. Hier ist das Geld. Wenn du willst, können wir den Anzug hier auch selbst in eine hiesige Reinigung bringen. Ja, ich weiß. Aber mein Anzug wird in der Stadt gereinigt. Hier sind jedenfalls 5 Mark. Das reicht wohl kaum. Siehst du, was hab ich gesagt? Der will uns erpressen. Halt den Rand! Den Rest lege ich drauf, wenn wir zu Hause sind. Gegen Quittung natürlich. Ganz klar. Komm, Britta, wir gehen Eis essen. Guten Morgen. Du, Till! Heute gehe ich mit Albert. Und morgen gehe ich mit dir. Bestimmt, ich verspreche es dir. Tschüss! Da gehen sie hin. Eis essen von unserem Geld. Dass Britta mit Albert Eis essen geht. Ich verstehe gar nichts mehr. Dabei hat sie doch gesagt... Ach, gesagt. Mädchen sagen viel. Aber verlass es da keiner drauf. Eis essen und Limo trinken, das können sie.
Aber was Freundschaft ist, Sense. Ich kann deine nämlich den Quatsch nicht mehr verstehen. Los, hau ab hier. Mann, dich hat's aber ganz schön... Du warst doch gestern mit Albert hier. Ja und? Nichts, ich meine nur. Weil du auch gestern gesagt hast, dass du mich lieber magst als Albert. Ich kann alles essen, mit wem ich will. Natürlich. Möchtest du noch eins? Ja, bitte. Bedienung! Hallo, Bedienung! Hör mal, du kleine Dreckspatz. Wenn es so aussieht wie du, ruft man nicht Bedienung, da ruft man Fräulein, bitte. Fräulein, bitte. Noch zwei Eis. Vanillenuss. Kommt gleich. Habt ihr eigentlich Fernsehen? Natürlich. Dann kennst du sicher auch den Mann aus Texas. Ein toller Western, sag ich dir. Western interessieren mich nicht. Also, naja. Kurt! Hallo, Kurt! Ah, sag Britta. Hallo, Kurt! Was hat er denn? Keine Ahnung. Irgendwie sauer. Ist mir auch egal. Britta, sag noch mal, dass du mich lieber magst als Albert. Ich hab's dir doch gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Ist doch gestattet, oder? Natürlich. Ganz gut, dass du gekommen bist. Heute fällt die Entscheidung. Aha. Worum geht's denn? Dämliche Frage. Es geht darum, wer Britta kriegt. Du oder ich? Das liegt bei Britta, nicht? Das kommt eben auf ihren Geschmack an. Entscheide ich, Britta. Er oder ich? Ich will's jetzt wissen. Lass dich nicht drängeln, Britta. Halt den Rand, du bist nicht gefragt. Was schreist du denn so? Ich bin nicht schwerhörig. Also entscheide dich. Das ist die letzte Gelegenheit. Ich lasse mich nicht drängeln. Ihr hockt hier rum und ich soll mich hier einfach entscheiden. Ich will nichts mehr bis heute Abend. Sehr vernünftig. Ich will nicht weiter stören. Stinkt wieder wie ein ganzer Friseurladen. Friseur täte dir auch nicht gerade schlecht. Ich möchte jetzt gehen. Fräulein, ich möchte zahlen. Es ist schon bezahlt. Der junge Herr in dem hübschen Anzug hat es übernommen. Wie sagt Schiller? Die schönen Tage von Aranjuez sind nun vorüber. Tja. Und so wollen wir heute an unserem letzten Tag unserer lieben Frau Berg herzlich Dank sagen. Sie war wie eine Mutter zu uns. Diese Blumen möchten... Wo habe ich denn die Blumen? Hat einer von euch die Blumen? Sie haben sie im Treppenhaus liegen lassen, Herr Krause. Schönen Dank. Liebe Frau Berg, im Namen unserer Feriengruppe überreiche ich Ihnen diese Blumen als kleines Zeichen unseres Dankes. Ich möchte es so ausdrücken, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er hin zu Mutter Berg. So, nun könnt ihr vorne schon mal einsteigen, aber langsam, nicht drängeln, wir haben Zeit genug. Wie ist das mit euch? Na, ihr seid ja auch bald fertig. Wenn ihr fertig seid, kommt ihr nach vorne, gell? Nur mal langsam, wir haben Zeit genug. Und eure Plätze kennt ihr ja, nicht um die Plätze streiten. Bist du noch sauer auf mich? Also gut, ich entschuldige mich, dass ich so ekelhaft war. Alles klar, Till. Wir wären ja blöd, uns zu verkraften. Ich sag dir, wir beide werden eines Tages noch die ganze Straße beherrschen. So, hör mal, komm auch nicht die Wege drängen. So, nun geht's los. Also mach's gut, Kurt. Wir sehen uns morgen auf der Baustelle. Ja, pünktlich um 6 wie immer. Tschüss. Tschüss.
Peter, der Kaffee ist fertig. Peter, es hat geklingelt. Ob das schon Till ist? Oh. Tag, Mutti, ich bin wieder da. Oh, Till, wo kommst du denn jetzt schon her? Ach, ist das schön, dass du wieder da bist. Wir wollten dich doch abholen. Komm, gib mal die Sachen her. Meine Güte, wie siehst du denn aus? Wie soll ich denn aussehen? So wie immer. Ach, Till, du bist ja völlig schmutzig. Jetzt aber schnell runter mit den Sachen und dann in die Badewanne. Peter, bitte, sieh dir das an. Sieh dir das an. In diesen Sachen ist der Junge die ganze Zeit über im Ferienheim herumgelaufen. Wie ich eben seinen Koffer auspacke, sehe ich, dass er immer nur dieses Zeug anhatte. Alle anderen Sachen sind völlig unberührt. Also von mir hat er das nicht. Ich bin ja für meine Eitelkeit berüchtigt. Ja, da magst du recht haben. Aber das hat er vielleicht doch von dir. Lies mal diesen Brief. Den habe ich eben in seiner Hosentasche gefunden. Lieber Till, ich habe mich für Albert entschieden. Hm. Britta. Was sagst du dazu? Fängt ja früh an, unser kleiner Casanova. Ja, das kann man wohl sagen. Tag, Vati. Na, mein Junge. Na, sieht aber gut aus. Ja. Hm? Hat Spaß gemacht? Ja. Habt ihr schönes Wetter gehabt? Waren die Jungs nett? Hm. Du lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ja, es war eben prima. Was ist denn los mit dir? Hast du Kummer? Du, wir haben eben ein Schriftstück gefunden. Ist das vielleicht der Grund deines Kummers? Lieber Till, ich habe mich für Albert entschieden, Britta. Wer ist denn das? Nichts, ein Mädchen aus der Schule. Ganz nett soweit. Nett soweit und adrett soweit. Da glaubst du, dass ein nettes und adrettes Mädchen sich für einen Jungen interessiert, der so dreckig nach Hause kommt? Hm? Na, gib mal her. Die Waschmaschine wird sich freuen. Komm, Till. Ab ins Bett. Du, Vati? Ja? Vati? Ich möchte bitte einen karierten Anzug haben. Einen karierten Anzug? Ach, weißt du, Till, ich mach dir einen anderen Vorschlag. Wir schauen uns morgen was an, ja? Du, Vati, das war wirklich anständig von dir. Wo du auch sonst immer so... Immer so sparsam bist, willst du wohl sagen? Na ja, vielleicht fällt für mich auch was ab. Verschwinde. Mann, du hast ja einen neuen Anzug. Mit dem musst du dich aber ganz schön vorsehen, sonst ist er bald hin. Wer sagt denn, dass ich mich nicht vorsehen will? Es ist... Morgen ist Ritter. Guten Morgen. Du, Till, wir treffen uns heute in der Pause, ja? Was ein neuer Anzug so ausmacht. Ist es gestattet, euer Gnaden? Es ist. Haben euer Gnaden einen fruchtbaren Arbeitstag gehabt? Oh, danke. Was gibt's denn, ne? Das hier. Ein Brieflein. Lieber Till, ich möchte gerne mit dir Eis essen gehen, Britta. Ja, du lachst, aber das ist gar nicht so einfach. Pass mal auf, ich mach dir einen Vorschlag. Kannst du dir vorstellen, ich bin die Britta. Ja, und du bist Till. Ja, kannst du dir vorstellen. Schön. Also komm, jetzt gehen wir Eis essen. Wollen wir dich hier hinsetzen? Ist mir egal. Das ist dir nicht egal. Du musst die Dame fragen, wo sie gern sitzen will.
Also schön, wo möchtest du sitzen, Britta? Am Fenster. Jetzt setz dich nicht hin, aber du natürlich. Du kannst ja nicht über die Füße latschen. Hallo, zweimal Eis. Zweimal Eis, aber kein Mokka. Ich will nur Vanille haben, ja? Na weiter. Also jetzt kommt das Eis und wir fangen an. Na, du natürlich nicht vor dem Gast. Du musst schon warten, bis Hallo, ich anfange. Vati. Ja, wirklich. Schmeckt's dir, Till? Jetzt musst du mich fragen, wie es mir schmeckt. Das gehört sich so. Vati, du willst mich doch bloß reinlegen. Meine Waffel ist alle. Isst du deine nicht? Jetzt musst du mir deine Waffel geben. Was, meine Waffel? Ja, deine Waffel, komm. Ja. Igittigitt, was hast du denn für schrecklich schmutzige Finger? Vati, jetzt ist aber genug. Ich gehe nächstens mit Kurteis essen, ist mir nicht so anstrengend. Das glaube ich.